Hallo und willkommen zu meinem Video und willkommen zu einer Mischung aus Update und Nebenbaustellen, könnten wir uns nennen. Also, es hat sich Folgendes ergeben bei mir jetzt gerade. Wie sage ich das? Ja, ich war also Ende Juli, nee, das war kurz vor Ende Juli, also am 25. Juli. Das ist jetzt mal tatsächlich mal ein Update wieder mal zu mir und nicht nur zum Bauprojekt. Da war das große Feuerwerk bei uns in der Stadt und wie immer hat es mein Hirn komplett überlastet und hat auch, also ja, war auch einfach viel, weil es war extrem laut und Allgemein bin ich dieses Jahr angestrengter, habe ich ja vielleicht schon mal erwähnt, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich nicht so ganz stabil und dann war es so, dass ich 4 Tage vor meinem Geburtstag, am 24. Juli, hat es mir schon mal die Sprache rausgehauen. Und dann an meinem Geburtstag konnte ich tatsächlich reden und auch am 25. Da habe ich dann zum Glück ist dann wiedergekommen, wo ich mich richtig gefreut habe, weil ich hatte einen schönen Geburtstag dieses Jahr, kann ich echt mich nicht beschweren. Es war was sehr Kleines, es war gestückelt, aber es war toll. Also als erstes ist meine Tante Bella zu mir zu Besuch gekommen. Es tut mir leid, meine Haare sind so furchtbar. Ich habe überall Baustaub und es juckt wie Sau. Aber ich gehe jetzt nicht unter die Dusche, bevor es nicht fertig ist. Weil sonst habe ich in 3 Tagen wieder Baustaub überall und dann juckt es mich ja wieder. Also ich kratze mich gerade wie verrückt, aber das mache ich allgemein gerade viel, weil ich habe wirklich von den Nerven her, meine Nervenenden sind angespannt ohne Ende und dann juckt es mich ständig. Ich nehme auch gerade tendenziell gerne mal Finish Teal, weil es auch noch mitunter Nesselsucht auch sein könnte, wo ich mir aber nicht sicher bin, aber gut. Oh, naja, auf jeden Fall ist das gerade nicht sehr einfach, die Sache. Ja, auf jeden Fall ist es dann so und die Haare sind länger geworden und jetzt so im Sommerhalbjahr kribbeln die überall, das ist auch, was ich auch noch nicht so kenne. Ja, wo bin ich stehen geblieben bei meinem Geburtstag? Ja. Auf jeden Fall mittags war es so, dass meine Tante Bella zu Besuch gekommen ist. Zwar war es so, hallo, ich bin da. Dann haben wir ein bisschen geredet und so gefühlt 10 Minuten später war es dann auch schon wieder, musste sie wieder weiter. Und ja, dann bin ich wieder hoch, habe noch ein bisschen an meinem PC gearbeitet und dann hat mein Papa in der Zeit meine Oma abgeholt. Und ja, dann haben wir da zu Abend gegessen. Wir haben uns bei einem neuen Lieferservice, der heißt der Schwabenexpress, haben wir uns schwäbisches Essen bestellt. Und ich muss sagen, meine Mutter hat gesagt, wir sollten vielleicht unterschiedliches nehmen, damit wir alle irgendwie so ein bisschen mischen können und jeder von allem ein bisschen was hat und probieren kann. Und am Ende des Tages war es so, der Einzige, der alles ein bisschen probieren konnte, ein bisschen von allem abbekommen hat, war mein Vater. Also, muss ich jetzt sagen, da lief es für ihn dann wirklich gut. Ich versuche gerade hier ein bisschen. Jo, wartet mal ganz kurz, weil dieses Leuchten von meinem Bildschirm geht mir gerade selbst auf den Keks. Warum nicht? So, ja, auf jeden Fall war es dann so, dass mein Papa, er selbst hat sich ein Gulasch bestellt. Und ich muss sagen, das Gulasch sah echt lecker aus und wenn ich nicht Vegetarier wäre, hätte ich echt probiert. Also meine Mom hat sich Spätzle mit Soße bestellt und was hat es noch? Ah, und ein Schnitzel mit Pommes. Weil, es wurde betont, ist eine Kinderportion, aber das Schnitzel war gefühlt so groß, also allein davon ist sie ja schon satt geworden. Ich hatte Käsespätzle und meine Oma hatte Spätzle mit Linsen und Seitenwürstchen. Ja, wir sind Schwaben, so heißt Seitenwürstchen. Ja, und dann auf jeden Fall war es dann so, dass meine Oma, die war, hat keine Soße über den Linsen gehabt. Und hat meine Mom ihr von ihren Spätzle was abgegeben, weil da so viel Soße dabei war. Im Ausgleich dafür habe ich dann wieder meine Mom ein paar Käsespätzle abgegeben. Und ja,
Dann war meine Oma schon satt, hatte aber noch ein paar von den Spätzle übrig und von den Linsen. Und Papa hat halt sein Gulasch noch ein bisschen was gehabt. Dann hat meine Oma meinem Papa noch ein bisschen von ihren, hat sie ihm die Reste gegeben und hat er das noch gegessen. Dann, so, dann bin ich satt geworden. Dann ist meine Ma nee, da war meine Mom zuerst satt. Aber von ihrem Schnitzel hat sie ihm nichts abgegeben. Das möchte man festhalten, das wollte sie nicht teilen. Aber sie hat ihm dann von den Pommes abgegeben und von ihren Spätzle mit Soße hat auch noch gegessen. Ja, und dann so nachdem, also das waren ja wirklich dann noch, das waren Riesenportionen, muss man sagen. Und dann, nachdem das fertig war, war ich dann auch satt und dann hat meine Mom noch so ein bisschen was von dem Käsespätzle genommen, aber der Rest hat dann auch mein Papa gegessen. Ja, und nachdem wir dann gegessen hatten, war es dann so, meine Oma ist dann wieder nach Hause gefahren irgendwann. Und dann habe ich noch Besuch von meinen beiden Zieheltern bekommen, also Weiteltern, Babette und Winfried. Und dann haben wir da noch so den Abend ausklingen lassen, haben nett geplaudert, waren einfach noch ein bisschen beieinander und ja, das war echt schön. Ja, Geschenke. Ich habe dieses Jahr mir vor allem, also von meiner Familie, habe ich mir viel Geld gewünscht, damit ich hauptsächlich Geld, weil ich ja das dann in das Zimmerprojekt reinbuttern will, weil ja, das finanziert sich ja nicht von alleine und irgendwo habe ich das dann versucht so auszugleichen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Geld bekommen. Und von Babette und Winfried habe ich mir gewünscht einen Hornhautentferner. Da gibt es diese elektronischen, die dann so, die man dann benutzen kann. Und ich habe mir einen davon gewünscht. Und ich muss sagen, ist echt top. Ich habe weniger Hornhaut. Und meine Füße sind butterweich, ohne dass ich die ganze Zeit mich erstmal, dass ich meine Füße ins Wasser heben muss, weil ich habe langsam wirklich satt gehabt, weil im Sommerhalbjahr ist es so, dass meine Kühldecke mich immer daran hängen geblieben bin, weil die so da reicht nur so ein bisschen Hornhaut und da bleibst du hängen. Und dann musste ich immer meine Füße ins Wasser heben. Das finde ich nicht so den Renner. Und jetzt kann ich mir die Hornhaut entfernen, ohne dass ich die Füße ins Wasser heben muss. Das ist eine sehr große Erleichterung. Ja, dann habe ich von meinen Eltern habe ich noch von meinen Lieblingskopfhörern, die werden leider nicht mehr produziert, habe ich davon noch 4 Stück noch bekommen, damit ich einfach dann einen Vorrat habe, wenn die dann soweit sind und dass ich einfach noch eine Weile lang von denen was habe. Ja, und habe mir selbst auch ein Geschenk gemacht und ich hätte selbst nicht gedacht, dass es so gut ist. Ich habe mir eine Kaffeemaschine geschenkt. Also alle 10 Jahre schenke ich mir eine Kaffeemaschine. Als ich zur Firmung gekommen bin, habe ich mir eine geschenkt. Dann, als ich so 20 geworden bin, habe ich eine gewonnen. Und dann dachte ich mir, jetzt mit 30 hole ich mir halt wieder eine andere. Und dann habe ich mir die Tassimo Kaffeemaschine geholt. Und ich bin total begeistert. Ich kann es nur empfehlen. Ja. Ja, eigentlich kann ich mir eigentlich so auf die Schnelle gar nicht erzählen. Also ich weiß ja, nach meinem Geburtstag war ich dann total erstmal fix und alle und wollte einfach nur schlafen. Und ja, dann war es der 25. Da war dann das Feuerwerk von unserem Stadtfest leider. Und ja, wie immer hat mein Hirn das halt nicht so gut vertragen und ich habe jetzt tatsächlich 23 Tage nicht wirklich reden können und ich muss zugeben, ich habe auch einen ganz leichten Filmriss. Also ich kann mich nicht an alles, was in diesen 23 Tagen war, erinnern. Und ja, warum erzähle ich euch das? Weil ich nachher bei euch gerne ein Update zum Zimmerprojekt geben möchte. Das Problem ist bloß, ganz viel ist in diesen 23 Tagen passiert. Also ich habe mein Zimmerprojektbuch habe ich in dieser Zeit tatsächlich weitergeführt. Also ich könnte euch jetzt anhand von dem, was hier steht, versuchen zu rekonstruieren, was war. Aber ich sag's jetzt, wie es ist. Ich bin jetzt nicht gerade das Yellow from the Egg, wenn es ums Lesen geht.
Also mein Vorlesen ist irgendwie Walking Dead trifft auf die Rocky Horror Picture Show, aber nicht das Rocky Horror oder so, sondern einfach nur der Horror. Ich bin da nicht gut drin im Vorlesen. Also das ist nicht mein Ding. Ich mag es auch gar nicht. Und drum versuche ich anderweitig meine Lücken zu füllen. Ja, gut. Dann werde ich hier das Video beenden. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Mittag oder Abend oder wie auch immer. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Zeit so war, die letzte Zeit. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redmail@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.